Reise zum Mond. Wer träumt nicht davon? Zumindest kurz wirkt es so, als landet dieser Flieger auf dem Erdtrabanten. Aufnahmen wie gemalt. Was aussieht wie stundenlange Vorbereitung, war in Wahrheit nur Zufall. Eigentlich wollte Hobbyastronom Tino Fanghänl aus Auerbach Schlemer nur sein Teleskop testen. Dann ging ihm der Vogel ins Netz. Das war ein Testvideo für die Optik. Und während dieser Aufnahme oder während das Live-Bild hier auf dem Computer erschien, sah ich, wie dieses Flugzeug durch den Mond raste. Erst bei der Nachbearbeitung wurde dem Grünanlagenpfleger klar, dass er zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Natürlich war das spektakulär, dort ein Flugzeug genau diagonal durch den Mond fliegen zu sehen. Die Kamera lief auch noch, allerdings wusste ich nicht, ob sie ihn erwischt hat. Aber ob sie ja mit aufgenommen worden ist oder diese Sequenz gespeichert worden ist, das zeigte sich dann erst beim Durchschauen der Dateien wieder im warmen Wohnzimmer. Nicht nur der Mond übt eine starke Anziehungskraft auf ihn aus. In den letzten 20 Jahren kamen ihm Planeten, die ISS oder die Sonne vor die Linse. Sogar Sonneneruptionen fing er ein, alles möglich dank einer gut gepflegten Teleskopsammlung. Es können Objekte wie zum Beispiel Planeten und den Mond auch sehr hoch auflösen und vergrößern. Nebel, Galaxien, die man so mit dem normalen Auge nicht sieht. Damit kann man Protuberanzen, das heißt Sonneneruptionen und Ausbrüche, sehr gut beobachten. Und man kann es auch als Reiseteleskop sehr gut verwenden. Astronomisch sind die Preise dafür nicht. Trotzdem kamen im Laufe der Zeit Summen im fünfstelligen Bereich zusammen. Die Weiten des Universums sind für Tino Fanghänl jedoch unbezahlbar. Er liebt aber auch, was direkt vor seiner Nase liegt. Um die Vögel vor seiner Haustür abzulichten, legte er sogar am Teleskop Hand an. Nun, man musste die Öffnung so verändern, beziehungsweise die Brennweite, um einfach zu erklären, damit der Bildausschnitt größer wird. Und dabei musste ich einen wirklich krassen Schnitt machen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe einfach das Teleskop hinten abgeschnitten. Alles für den besten Blick. Meine Kumpels sagten damals immer in der Jugend, Dino, du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Das ist auch heute noch so. Für ihn ist noch nicht einmal der Himmel das Limit.